Okay, Leute, eine Sache wollte ich ganz kurz mir angucken, und zwar, das wurde mir gesagt, Monte hat ein Video rausgebracht, wo er darüber redet, dass er das Placement nicht annimmt, wo wir eigentlich alle am Start waren. Ich muss kurz gucken, wo das war. Was geht? Hab ich Gotcha geliebt. right there, bruh. Mir wurde gesagt, dass es irgendwie bei 7 Minute 7 oder sowas geht's los, glaube ich, ja. Ich würde sagen, wir schauen nochmal kurz gemeinsam rein. Weil das Ding ist ja, der Dreh, auf den ich jetzt gehe, ist der danke Mietze 756, nochmal an der Stelle. Der Dreh, auf den ich jetzt gehe, ist ja der Dreh, bei dem Monte jetzt im Prinzip abgesagt hat. Deswegen, ich möchte hier auch nochmal ganz kurz gucken, was er jetzt hier zu sagen hat. Taten. Es ging um einen Deal für eine Kinopromo mit Jason Statham und so. Ich glaube, ich hätte ihn auch getroffen, zusammen mit Inscope und unsympathisch, glaube ich. Da war an dem Deal war nichts Verwerfliches dran, gar nichts. Das wäre ein Deal gewesen mit Jason Statham ursprünglich, ja, aber ich glaube, Jason Statham ist doch nicht dabei, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, und das war im Prinzip so ein Deal, wo ich gesagt hätte, ich weiß jetzt nicht, was ich hier dazu sagen darf, um welchen Film es geht und so. Ich sage jetzt mal lieber nichts dazu. Es war auf jeden Fall ein Deal, wo ich so gedacht habe, okay, ist auf jeden Fall geil. Sascha, Monte und ich würde da gut zusammenpassen. Aber ja, ich bin jetzt mal gespannt, was er jetzt dazu noch zu sagen hat. Aber das, was die machen wollten, nämlich so einen Kurzfilm drehen, ihr werdet es ja bei Inscope dann auch irgendwann sehen und bei Unsympathisch, die machen den Deal auch gar, also nichts verwerflich aus an diesem Deal. Ja, also wie gesagt, ich nehme den Deal natürlich an. Für mich eine absolut geile Sache. Könnte ein cooles Video werden. Sascha ist leider nicht dabei, weil das war jetzt alles ein bisschen quick organisiert und alles ein bisschen hektisch am Ende. Weil Monte dann doch nicht dabei war und dann mussten wir nochmal umplanen und so. Deswegen, Sascha ist ja jetzt auch im Urlaub, deswegen ist er auf jeden Fall auch nicht am Start. Das heißt, ich mache das jetzt mit anderen Kollegen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, dass ich mit denen drehe, aber das wird auf jeden Fall witzig. Ich bin gespannt. Aber ich hab den einfach nicht gefühlt. Ich habe mich da drinnen nicht gesehen, in diesen Schauspielern und sowas, wisst ihr? Da habe ich mich einfach nicht drinnen gesehen. Und deswegen habe ich den abgesagt. Und da reden wir nicht über wenig Geld, aber dann sehe ich mich nicht da drinnen. Ich habe zu meinem Geschäftspartner gesagt, Inscope featuring Jo Olly, ganz genau, mit dem werde ich das Video drehen, das wird eine ganz, ganz geile Nummer. Wir werden dann probieren, auf jeden Fall, kleine mehr als klar. Ja, Digga, ich muss sagen, ich finde jetzt die Entscheidung von Monte, die er jetzt hier trifft, dass er sagt, er hat den Deal nicht gefühlt, finde ich an sich eine sehr, sehr gute Entscheidung, also for real eine gute Entscheidung. Ich meine, es geht dabei sicherlich nicht um wenig Geld, so keine Ahnung, wie viel er jetzt bekommen hätte, aber ich denke mal nicht wenig. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ich finde es krass, dass er in der Position ist, so einen Deal überhaupt ablehnen zu können. Aber man muss natürlich auch sagen, ich finde es natürlich auch irgendwo schade, weil, guck mal, das Ding ist mit Monte, wir haben ja, ich glaube, wir haben ja schon auch voll lange so gesagt, ey, guck mal, wir haben bald den Deal zusammen und so, dann sehen wir uns endlich mal wieder. Ich mag Monte an sich als Menschen echt, echt verdammt gerne. Und genau. Wir haben uns ja auch früher voll oft mit Monte, was heißt voll oft, hin und wieder halt, wenn wir in Hamburg waren, haben wir Monte halt gesehen. Aber ich finde es voll schade, dass so der Kontakt gerade so ein bisschen. Also ich habe eigentlich gerade gar keinen Kontakt zu Monte. Ich schreibe auch nicht mit ihm oder so. Ja, find ich ein bisschen schade. Man sieht sich halt nur auf Placement-Drehs, wenn überhaupt irgendwas zustande kommt. Sonst eigentlich nicht so. Ich will jetzt hier auch nicht rumheulen oder so. Aber ja. wisst ihr, so eine Kurz-Promos für Spiele, 90 Sekunden von einem Video, das ist nochmal ganz was anderes. Aber wenn es wirklich darum geht, einen ganzen Upload auf den Kanal zu bringen, und ihr wisst, meine Hauptkanal-Videos sind sehr, sehr rar. Das heißt, es kann auch mal sein, jetzt 1,5, 2 Monate, glaube ich, kein Hauptkanal-Video mehr hochgeladen. Und wenn ich dann ein Hauptkanal-Video wieder hochlade, was sogar Werbung beinhaltet, dann sehe ich, weil das ist nicht mein Style, meine Art auf YouTube, dann sehe ich mich nicht in einem Kurzfilm, den ich mit Regie und Anweisung filme und schauspielerisch mich beweisen muss. Und wenn es nämlich nicht schauspielerisch ansatzweise ein bisschen geil ist, scheiße ist. Da sehe ich mich einfach nicht drin. Okay, das finde ich, kann ich absolut nachvollziehen, wenn man so sehr wenig Videos auf deinen Kanälen bringt, dass man dann sagt, ey, man hat keinen Bock, jetzt direkt ein dickes Placement reinzuhauen, was wirklich only Werbung ist. Kann ich absolut nachvollziehen. Finde ich in dem Sinne auch echt eine gute Entscheidung, weil er dann einfach sagt, okay, ich scheiß auf das Geld und guck lieber danach, dass ich meinem Content gerecht bleibe. Und natürlich, ich sehe jetzt Monte auch nicht als den, der jetzt hier eine heftige schauspielerische Leistung abliefert. Ich im Übrigen auch nicht, deswegen wird das Video komplett beschissen, Malaga, verstehe ich. Aber ja, in dem Sinne ist es an sich die richtige Entscheidung.
Da sehe ich mich nicht drin und dann mache ich es nicht. Die besten Produktplatzierungen, da bleibe ich bei, habe ich schon mal gesagt, die besten Produktplatzierungen, die ich jemals gemacht habe und sowas würde ich immer wieder machen, waren mit Axe. Mein Fallschirmsprung, wo wir den Zuschauer überrascht haben, wo wir ihn gehostet haben und rübergegangen sind. Das war Axe den Morphagas. Ja, komischerweise, Axe, lieblingster Placement-Partner von Monte, trotzdem stinkt der Typ bis zum Himmel. Kann ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Seine Entscheidung hier finde ich an der Stelle auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich finde es natürlich in dem Sinne schade, dass wir zusammen nicht uns mal wieder gesehen haben. Ne? Mir geht es jetzt auch gerade gar nicht darum, dass ich sage, oh, ich hätte so gerne mit dem Monte jetzt hier ein Placement gehabt, damit ich die Klicks gehabt hätte. Ja. Scheiß mal da drauf, Digga. Ich hätte einfach nur gerne Monte mal wieder gesehen, weil der Typ, man sieht ihn einfach nie, ne? Ich kenne ihn schon jetzt echt eine Weile und man sieht ihn so gut wie nie. Der Typ ist wie das Monster von Loch Ness, Digga. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt existiert. Perfekt. Auf jeden Fall, danke dafür. Ich werde trotzdem heute Abend nach Hammerburg fliegen und ein aggressiv beschissenes Video abdrehen. So viel sei gesagt.